So, heute ist Bürotag. Ja? Die Rockstars müssen auch mal so ein bisschen Pixel sortieren und die Sache im Internet vorantreiben. Das stand heute auf dem Programm. Mit hier auch im Raum Rapido Sound System. Großes Das Gipfeltreffen der Indie-Rockstars Zierenbergs und wir haben einen fetten Lounge heute gefeiert. Nämlich diesen hier. Ja, Dieses also wir haben fantastische alte alte. Punkplatten aufgearbeitet, um die Altlasten loszuwerden, um Neues zu schaffen. Und Neues haben wir auch geschafft, denn die Seite der, wie heißt es nochmal, Zierenberger. Musikwerkstätte. Zierenberger Musikwerkstätten ist on air gegangen und damit erfüllt sich ein Traum, hätte ich jetzt fast gesagt. Damit gehen wir jetzt an die Öffentlichkeit, was wir so die ganzen letzten Monate gemacht haben. Denn neben Oleg Bombolek und Rapido Sound System hat sich aus diesem Konglomerat an Talent noch eine neue Band entwickelt: Atomic Borch. Die ersten zwei Tracks sind heute on air gegangen und das ist quasi die All-Star-Band. Weil neulich hat schon jemand gefragt, wenn denn jetzt Rapido Sound System und Oleg Bambolek zusammen auf Tour gehen, wer denn dann eigentlich Headliner ist. Und Headliner ist die Band Atomic Borch, weil das ist die Band nämlich von uns plus Dr. Fuck. Fuck. Und da lassen wir jetzt heute die Katze aus dem Sack. Die ersten Tracks sind online. Hört es euch an. Ihr könnt es sogar kaufen. Zudem gibt es noch Rapido Sound System, die EP. Und ein neuer Oleg Bambolek-Track ist auch noch exklusiv drauf. Verlinkt ist der ganze Schissel unten im Video. Ihr kennt das. War viel, viel Arbeit. Viel, viel Arbeit. Viel Arbeit. Aber es hat sich gelohnt. Ne? I auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe hier gerade Fanpost, deswegen war ich ein bisschen Ja. abwesend. Du sitzt oder du kommst da hinten aus der Sonne so raus. Sieht, Das ist bist du, total ja. gut. Gehen wir aus der Sonne. So ein. Wer war das? Der mit der, das war der mit der, der dem Fass geschlafen hat. Wie hieß denn der? Der im Fass geschlafen Ja, hat? dieser griechische Philosoph. Heino. Genau, Heino. Heinos hieß der, glaube ich. Heinos. Heinos, ja. Heinos der Große. Nee, da haben wir heute tatsächlich den ganzen Tag dran rumgeschraubt. Und parallel haben wir noch auf Gerrit Schwätzer, war so ein YouTube-Account, veralterte Punkrock-Platten digitalisiert. Also ordentlich viel Musik, gerade zum Wochenende, wobei jetzt kommt also ja, heute ist Samstag. Ja, könnt ihr heute und morgen habt ihr Zeit, euch da mal durchzuarbeiten. Zierenberger Musikwerkstätten. Parallel dazu jetzt auch noch ein kleiner Aufruf. Wenn ihr irgendwie ganz kreative Mäuse seid und irgendwie toll malen könnt oder irgendwie Grafikdesigner und so, wir brauchen für die Zierenberger Musikwerkstätten noch ein Logo. Ich gebe da mal nichts vor. Zeigt mal, was ihr könnt, was euch dazu einfällt. Also. Außer einem kotzenden Löwen. Kotzender Löwe ist im Prinzip gerade so das Füllbild, die Grundidee, aber vielleicht fällt euch noch irgendwas anderes ein. Da könnt ihr mal was malen oder als Grafikdesigner irgendwie euch ausleben. Es soll irgendwie geil aussehen, man soll es schön auf dem T-Shirt tragen können und es soll Indie Rock'n'Roll präsentieren, auf dem Dorf gemacht mit wenig Talent, aber viel Liebe. Genau. Und das Ziel ist bei dem T-Shirt eben, dass der kotzende Löwe dann, dass man das auch ein bisschen schmecken kann. Wir werden wahrscheinlich noch ein Parfum entwickeln, dass man sich da Ja. noch so ein bisschen sich aufsprenkelt, Ja. damit man auch zu diesem T-Shirt dann auch den passenden Geruch hat. Und ich glaube, das wird dann wirklich der Renner. Der ZMW-Flavor für euch Fans. Genau. Apropos Fans, es kamen ein paar Fragen. Ich werde jetzt hier schon mal ein paar beantworten. Frage war, was so musikalischer Einfluss von Oleg Bambolek?
Ich bin Britpop, Indie-Rock sozialisiert und der elektronischen Musik aber auch sehr aufgeschlossen. Ich habe lange auch aufgelegt, weltmusikalisches Zeug in Kombination mit House, Techno, Dubstep, Beilefunk, Mumbaton. Aber jetzt wieder zurück zur handgemachten Musik. Und wenn da die Frage ist, welche Bands, wenn ich 5 Bands sagen kann, die mich geprägt haben, dann sind das, oh, das hätte ich mir vielleicht vorher mal überlegen können. Ja, Oasis, Tokotronic sind gesetzt, Libertines oder alles, was Pete Doherty macht. Du kennst nur 4. Ja, das ist schon ein Statement an sich. Also, das, also was Oleg Van Bolleck macht, ist von, gut, man kann jetzt irgendwie die Sterne noch oder, ja. 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 Welche Bands haben dich beeinflusst? Mich? Hm. Rapido Sound System präsentiert jetzt seine 5 Bands, welche? Die ihn zu dem gemacht haben, was er jetzt ist. Bei mir ist es noch schlimmer, ich kenne nur 3. Ja. Na, da ist es echt ein bisschen schwierig. The Who, würde ich sagen. The Who auf jeden Fall. Das ist auch schon sehr lange her, aber die haben mich auch schon sehr lange beeinflusst. Damned. Husker Du. Ja. Wo sind wir noch? Replacements. Mhm. Und Jam. Auch für dich so ein bisschen interessant, ne? Ja. Paul Weller, ja. Der Onkel. Also der Modfather. Ja, der auch der Modfather. Ja, der hat das ja auch nur aufgewärmt. Ja. Nee, das waren ja doch 5. Ja. Sehr gut. Boah, super. Ja. Somit, das war, dafür reicht es eigentlich jetzt auch schon heute hier im Vlog. Ne? Wir haben, also, guckt euch das mal alles an. Ich packe das alles unten in die Show Notes. Und gab es noch eine Frage? Achso, es gab noch die Frage, wann es Oleg Van Bolleck Autogrammkarten gibt. Ist nicht geplant. Ich gebe lieber Autogramme auf nackte Haut. Ist also doch geplant. Naja. Und das macht er nur mit dem Brennpeter. Genau, mit dem Brennpeter oder nee, man auch mit Edding und dann aber ist man verpflichtet dazu, sich das dann auch tätowieren zu lassen. Sozusagen. Ja, oder er schreibt vielleicht auch, macht auch nur Punkte drauf und schreibt dann Zahlen dran. Und dann kann der Tätowierer nämlich zusehen, wie er zurechtkommt. Ja, mal nach Zahlen und dann, ja. So, witzig, ne? So, damit reicht's für heute. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Hört euch die Songs an. 10 Mega Musikwerkstätten. Das ist die Zukunft des Rock'n'Roll. Tschüss.